Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Matthias Harting, ich bin Mitglied der MLPD. Mit diesem Beitrag möchte ich eine inhaltliche Diskussion anregen, da ich denke, dass wir als Teil der weltweiten Anti-AKW-Bewegung auch diskutieren müssen, was und wohin wir wollen als Bewegung. Letzte Woche war ich erfreut, dass es nach der Kundgebung eine Demonstration gab. Auf dieser Demonstration wurde auch die Verbindung des Kampfs gegen die Atomkraft mit der sozialen Revolution gefordert. Es gab Teilnehmer, die diese Verbindung nicht sehen oder nicht sehen möchten. Für mich ist diese Verbindung allerdings vorhanden. Vielleicht hierzu einige Worte. Die Atomkraft ist nur ein Teil der globalen Umweltkrise. Jeder kennt andere Teile wie die Klimakatastrophe, das Ozonloch, die Abholzung der Regenwälder und so weiter und so fort. Dieser Raubbau an der Umwelt hat zum Teil schon irreparable Schäden hinterlassen, welche dazu führen werden, der Menschheit die Lebensgrundlage zu nehmen. Ist es die Menschheit, welche für die Plünderung der Natur verantwortlich ist? Die größte Mehrheit der Menschen hat keinen Einfluss, wie Waren produziert werden und was produziert wird. Es ist eine Illusion, wenn man denkt, durch Boykott eines oder mehrerer Anbieter könnten Dinge wesentlich verändert werden. Mittlerweile hat der Kapitalismus ein Stadium erreicht, und zwar unwiderruflich, das heißt, es gibt keinen Weg zurück, in der die internationale Produktion nur noch auf Grundlage der Zerstörung der Umwelt funktionieren kann. Das Kapital sucht weltweit nach Anlagemöglichkeiten, die Maximalprofit bringen. Sie sind gezwungen, Maximalprofit zu erwirtschaften. Sie können sich nicht mit weniger zufrieden geben. Das ist keine Boshaftigkeit des Kapitals, sondern eine Gesetzmäßigkeit. Also wird mit dem Geld, welches sich nicht mehr in die Produktion stecken lässt, spekuliert. Entweder mit Rohstoffen, mit Lebensmitteln oder auch sonstiges. Oder es werden ganze Landstriche ausgeplündert, die Umwelt zerstört, um den maximalen Gewinn zu erwirtschaften. Nach uns die Sintflut war schon im 19. Jahrhundert der Wahlspruch jedes Kapitalisten. Welche Ironie, wenn man an die Klimaerwärmung und die Erhöhung der Meeresspiegel denkt. Genauso beläuft es sich mit der Atomkraft. In dieser ach so billigen Energieform wurden in Deutschland in den letzten 60 Jahren über 200 Milliarden Euro Subventionen gesteckt, die schon längst abgeschriebenen Atomkraftwerke sollen nach dem Willen, bevor diese Sache in Fukushima war, aber ich glaube nicht, dass sich wesentlich da etwas verändert hat, sie fressen gerade nur Kreide, soll nach dem Willen der Bundesregierung den Stromkonzern horrende Extraprofite in zig Milliarden Höhe bringen. Die Entsorgung des Atommülls soll aber wieder auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. Und dieser, wie du schon gesagt hast, dieser Atommüll, das ist überhaupt nicht geklärt und ein strahlendes Erbe für unzählige Generationen. Aber zurück zur sozialen Revolution. Wie ich sagte, kann der Kapitalismus nur existieren durch Ausplünderung von Mensch und Natur. Und deswegen bin ich der Meinung, dass erst durch die Abschaffung des Kapitalismus, den Aufbau des echten Sozialismus, die Menschheit beginnen kann, wieder die Einheit von Mensch und Natur zu verwirklichen. Liebe Freunde und Freunde, letzte Woche hörte ich eine Frau sagen, ach, wir sind ja so wenige, wir sollten viel mehr werden. Ich gebe dieser Frau recht, wenn sie sagt, dass die Bewegung noch viel stärker werden muss. Aber müssen wir deswegen pessimistisch sein? In über 600 Orten, jetzt wird ja korrigiert auf 380, wenn ich mich korrigiere, finden Montagsaktionen der Anti-AKW-Bewegung statt. Mehrere Hunderttausende waren in den letzten Wochen auf der Straße. Noch nie protestierten so viele Menschen gegen die Kassertransporte im letzten Jahr. Diese Bewegung ist größer und breiter als damals in den 80er Jahren, das muss man sich klar machen. Weltweit formiert sich der Widerstand gegen die Atomkraft. Ob in Japan, Frankreich, in der Türkei, in Indien oder Taiwan, nur um ein paar Beispiele zu geben. Diese Bewegung wächst.
Da brauchen wir nicht pessimistisch zu sein. Am 22. Mai, jetzt möchte ich etwas zu diesen Flugblättern hier sagen, am 22. Mai findet bei Baden im Aargau, das ist nördlich von Zürich, eine schweizweite Demonstration gegen Atomkraft statt. Unter dem Motto Menschenstrom gegen Atom rufen über 100 Organisationen aus der Schweiz, aus Deutschland, Frankreich und Österreich auf. Es wäre toll, wenn eine Delegation aus Konstanz an dieser Demonstration teilnehmen würde. Wer Interesse hat, dorthin mitzukommen, kann sich in diese Liste eintragen. Die habe ich im Moment. Hier habe ich mal schnell eine Liste gemacht, wo Leute sich eintragen können. Sie liegen auch hier aus. Über die Frage, Moment. Zusätzlich habe ich noch ein paar Flugblätter von dieser, einen Aufruf von dieser Bewegung dort gemacht, von dieser Demonstration. Da habe ich hier noch ein paar liegen. War ich stehen geblieben? Bitte? Hier fahren Busse, das ist ja wunderbar, das ist ja klasse. Vielleicht weiß da jemand was Genaueres, dann kann mir halt was dazu sagen. Das wusste ich jetzt nicht, deswegen habe ich die Unterschriftenlisten gemacht, dass man das irgendwie mit dem Auto dazu klärt. Ich habe noch eine Geflugwelle. Wie wir da hinkommen, das haben wir jetzt schon einigermaßen geklärt. So, jetzt bin ich mit meinem Beitrag fertig. Es wäre schön, wenn wir diese Veranstaltungen nutzen würden, miteinander zu diskutieren, da eine inhaltliche Auseinandersetzung hilft, voneinander zu lernen und eine Bewegung zu stärken. Ich freue mich auf weitere Beiträge von euch. Abschaltung aller Atomkraftwerke. Sofort, weltweit, auf Kosten der Betreiber. Dankeschön.